So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Ich mache heute weiter und gucke mal, was heute passiert doch. Sprich Transferseite und das Auswärtsspiel bei Osasuna. Zu Belgia. Angebot von Atletico. Und von Sevilla. Moment, Tauschspieler anzeigen. Ich möchte mal ganz kurz mit... Da brauche ich jetzt nicht... ablehnen. Vor allem nicht zu den Konkurrenten. So, Mozzi wechselt für ein Jahr zu Braga. Ich hätte auch jemanden Champions-Verteidiger. Kein Interesse. Angebot ablehnen. Das ist mal mehr als ausgeschlossen. So, Sporting möchte Igor zu Belgia wechseln. Für das Geld, ja, wie die alte Frage, wen könnte ich dafür noch holen? Ne? Die bieten ungefähr, wenn ich jetzt auch beim zweiten Verteidiger, ich meine, ich habe Marc Vivian noch als Alternative. Verhandeln wir mal. 60 Millionen. Das werden die nicht zahlen, bin ich mir ziemlich sicher. Pass auf, wenn ja, dann. Das war klar. Nee, nee, das war mir fast klar, dass das nicht passieren wird. So, Scouting. Was wollt ihr? Boah, was haben wir denn da jetzt? Crystal Palace bietet fast 60 Millionen. Fu Unai Simon. Der hat einen Marktwert von fast 50 Millionen. Oh, Alter. Ich habe ja Kepa, das ist ja nicht das Problem. Aber dann muss ich noch mal reagieren. 100 Millionen, komm, heute? Das werden die auch nicht zahlen. Ja. Gut, es wäre eine Alternative gewesen, dass ich Kepa noch gehabt hätte. Aber, Jo, Marcelo, ja, wechselt, wie gesagt, für 12 Monate nach Braga. Den werden wir wahrscheinlich nicht noch mal sehen. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das hier unsere letzte Saison wird. Ja, macht sie wechselt, genau. Hat ja immer wieder gespielt, hat seine Tore gemacht. Aber jetzt darf er dann mal in Portugal ein bisschen spielen. So, jetzt haben wir das nächste Spiel gegen Osasuna und dann haben wir, glaube ich, zu Hause Betis, wenn ich es gesehen, wenn ich es richtig gesehen habe. Na dann, auf ein neues. Heute steht uns ein Kracher ins Haus. Es ist einfach ein Spiel, auf das sich alle Beteiligten schon seit Tagen freuen. Jetzt live aus dem Estadio El Sadar. Bleiben Sie dran. Bei gutem Fußballwetter begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Partie hier im Estadio El Sadar, liebe Fußballfans. Wolf Fuß und Frank Buschmann begleiten Sie am Mikrofon durch dieses Spiel. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der La Liga Santander auf dem Programm. Ich glaube, das könnte heute wirklich ein sehr interessantes Spiel werden. Für beide geht es um eine Menge. In Spiel 1, Athletic Bilbao mit einer guten Leistung. Sie haben 3 Punkte auf dem Konto, die Erwartungen erfüllt, würde ich mal sagen. Das war eher aus der Rubrik Pflicht. So will der Gastgeber heute starten. Sie treten hier nur mit einem Stürmer an, Buschi. Gibt ja viele Teams, die das mittlerweile so machen. Und das geht auch, wenn entsprechend aus dem Mittelfeld die Unterstützung kommt. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr in Probleme zu bringen. Ja.
Bilbao hat Anstoß. So, auf geht's. Frage ab. Unser Kollege Maurice heute mal wieder trifft, oder? Aber wie oft er trifft vor dieser Saison? Sonst kann man, das kann es ganz schnell gehen, dass ich mich nicht mit neuen Stürmer umsetzen kann. Ich setze viel auf die eigene Jugend. Aber Maurice, und der macht ein erstes Tor. Da ist es doch schon auf 4 Minuten. Kurze Distanz, da steht der Gold richtig und das ist dann kein Problem. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig. So, damit ist, glaube ich, erstmal alle Diskussion beendet. Füllkrug. Die habe ich auch ich selber ein bisschen angefeiert. Weil natürlich ein Stürmer wird natürlich für seine für Tore. Für Tore an Toren gemessen. So rum ist es richtig. Er bringt den Ball auf den langen Pfosten. Pop, 2-0. Doppelschlag. Da ist Neunte. Es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. 2 Tore Führung jetzt. Schau nochmal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich so gut aus aktuell. Ja, man kann durchaus auch mal so in ein Spiel reinstarten. Nach nicht mal 10 Minuten erstmal schon mal 2-0 Ausrufezeichen gesetzt. Hatte 6-0 in Alba. Und dann ist das das erste Gegentor. Wieder ist es Niklas Füllkrug. Der hat, glaube ich, schon im letzten Spiel, letzte oder vorletzte Saison gespielt, war das? Also vorletzte was? Hat er auch schon so einen Distanzschuss rausgehauen. Und damit ist es das erste Saison-Gegentor für Unai Simon. An dem kann er aber überhaupt gar nichts halten. Den hat er gute Füllkrug. Das war eine richtige Bogenlampe. Der kam ja richtig fies. Nee, da war nichts zu machen. Ja, damit ist dann quasi jetzt steht's hier 2-1. Die Torlos Gegentorlose Serie beendet. So, hier kann man auch mal gelb ziehen, der Schiedsrichter. Er macht er auch. 16. Brasanac. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Ja, klar, ist doch eine gelbe Karte. Also Minimum eine gelbe Karte, würde ich sagen. Rot, ja, rot glaube ich eher weniger als gelb, ist okay. Zu Beldia. Ja, erstmal weg. Oh ja, dabei! Und dann ist es das 1-3. Die Truppe setzt aber auch nach. Die gibt keine Ball verloren, kann hinterher gehen. Gut, wenn ich ehrlich bin, okay. Ja, Osasuna und Alba, das sind jetzt nicht die Mega-Gegner. Wenn du Meister werden willst, sind das 6 Pflichtpunkte zum Anfang der Saison. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Jo, 3-1 ist auf jeden Fall. 4 Tore und wir haben noch nicht mal 20 Minuten gespielt. Und die Balleroberung, wichtig. Upsi. Aber Simon, ja, wie gesagt, der hat ja mehr, hat ein Angebot gehabt von Crystal Palace. Aber wie gesagt, ich bin ja eigentlich kein Fan davon, die Leute gehen zu lassen. Kann ich schon wieder. Also Beldia oder auch würde ich für richtig Geld erst wechseln. Wenn ich ehrlich bin, bei Alvarez bin ich fast mehr oder weniger. Daniel Olmo. Boah, toll, gut. Bei Alvarez habe ich zu niedrig angesetzt. Ich hätte mehr Kohle rausholen müssen. Haben die echt aufgerückt? Aufgerüstet? Dolly Mahle, Anton und Füllkrug. Der hält die im Spiel. Ja, wie gesagt, in der letzten Saison gab es den Doppelpack von Füllkrug eben.
doch, jetzt macht doch immer mal. Bist du zu weit raus eigentlich? Ah, toll, das passt da. Warte mal, Anton, der hat es tatsächlich. Also die müssen, die haben in der Bundesliga aufgerüstet. Die haben 3 Bundesligaspieler geholt. Ich mit Füllkrug, mit Anton und mit Donny Malen. Aber dann machen sie doch nichts aus diesem Angriff. Athletic Bilbao ist die spielbestimmte Mannschaft. Iñaki. Kurz eingehakt, jetzt wird es vielleicht gefährlich. So. Kein Tor. Boah. Das war doch eigentlich. Ich wollte den schön da hinten reinlegen. Aber leider nicht der Fall. Es tut sich was im Ramon Sanchez Pizjuan. Es gibt einen Atletico. Ja, wir haben hier das erste Tor für Real Sociedad. Sevilla, Entschuldigung natürlich. So wird das nichts mehr. Also Sevilla mit einer 0-2 Rückstand gegen Real Sociedad durch Taka Fusakubo. Jetzt die Ecke. Das Jahrhundert Real Madrid, japanische Talent. Den haben sie eh nur geholt wegen der PA in Asien. Aber er hat sich tatsächlich so ein bisschen gemacht, muss ich sagen. Diese kurze Meldung vom Parallelspiel muss mir leider unterbrechen. Real ist ganz alleine. Muniain! Da ist er doch. 1-4. Die Führung damit 3 Tore. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar gekommen, diese tolle Technik. Drin ist der Ball unhaltbar. Große Freude am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. So. Immanuel. Gut verteidigt. Darion. Olmo. Das ist Williams. Ah, kommt erstmal nicht durch gegen Garcia. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt nochmal 2 Minuten drauf. Donny Malen. Das macht er sehr gut. Kann sich erstmal nicht behaupten. Und dann ist Pause. Pausenpfiff, das war's mit der ersten Spielhälfte hier im Estadio El Sadar. So. Na dann, auf geht's. Spiel. Halbzeit Nummer 2. Weiter hier im Estadio El Sadar. Wir machen weiter mit Hälfte 2. Zu offensichtlich. Gut aufgepasst. Gozabel hinterläuft und kann mitgehen. Keiner greift ihn an, oder? Herrera. Mit einer guten Parade verhindert der den nächsten Gegentreffer. Das wäre schon das 1-5 gewesen. Also der hat schon einige bekommen von uns. Die Ecke kommt. Da fehlt die Konsequenz bei dem. Und Olmo. Der Block. Nix. Henri. Das haben wir schon heute Ecke. Gesehen heute. Er blockt die Schüsse ab und kann so seinem Keeper enorm helfen. Und ich hatte so ein bisschen gewartet, bis vielleicht dass nicht noch ein Elfmeter rauskommt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Olmo. Oh ja, so Ball. Dem verrutscht der Ball ein bisschen. Am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. Aber die Truppe bleibt dran. Transfer News bei Newcastle. Da war man ja seit geraumer Zeit hinter einem Spiel. Ja, das könnte ja kein Absatz gewesen sein. Oh, jetzt Maurice! Geht weiter. Den Ball kann er klären. Leider nicht. Und denn, und dann diesen eigentlichen Pass nach vorne mit als Bogenlampe, aber Henri passt da. Also Vidal passt da gut auf da hinten. Enzo, Maurice.
bringt den Ball jetzt in die der kommt erstmal nicht an. Kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Sanchez zu Bell, ja, Ballverlust gegen Füllkrug. Das kann böse werden. Es ist eine Minute nach 18-Jährigen. Vidal da hinten drin. Der sich jetzt auch der Sache annimmt. Aber macht es doch. War riskant, aber es ist gut gegangen. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das Moment. Jetzt liegt was in der Luft. Und Maurice. Rein ins Glück. Treffer versenkt. Und man holt sich wohl die nächsten 3 Punkte. So, da ist der Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Jetzt da war dann auch mal. Dort, zweites Saisontor für ihn. 5-1 jetzt also der Spielstand. Gruß und er ist weg erstmal. Zu Belia. Oh ja, so ein Ball. Und wieder Ballverlust, keine Abseits, weil Zubeldia da unten steht und aufhebt. Waren das die Nerven? Der muss eigentlich fast drin sein, da ärgern sie sich. Klasse Zuspiel. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Hus. Ah, holt sich den Ball, aber dann. Euer Sabal. Der Ballverlust durch diesen Fehlpass. Oh, den muss Munia ihn machen. Die Szene erstmal zu Ende. Mann, das wird nicht spielentscheidend sein, aber den muss er reinhauen. Und dann ist das Alu im Weg. Ja, jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Jetzt zieht er in die Mitte. Oh, dann ist es super geklärt da. Diesen Querpass aufgepasst. Aber der ist mal der. Und jetzt gibt es Elfmeter. Jetzt ist er da. Noch meine doch dran, der Jugendliche. Eine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Und am zweiten La Liga-Spiel. Der junge Franzose mit der fatalen Grätsche. Aber wie gesagt, ja, übrigens, nein, es ist jetzt tatsächlich nicht diese Grätsche der Grund, warum ich jetzt wechsle. Es ist nicht die Grätsche. Seid mir bitte jetzt absolut nicht falsch verstehen. Also bevor ich da jetzt irgendwie den Ausdruck in den Peter verursacht habe, nein, habe ich nicht. Nicht deswegen. Ich will nur mal Vivian spielen, weil der spielt das, weil der im letzten Spiel ja gehört, der wäre gerne dabei gewesen. Und wieder ist er Füllkrug mit dem Doppelpack. Wie gesagt, in der letzten Saison hat er auch 2 Tore gemacht. Da haben wir 6 oder 7-2 gewonnen, glaube ich, gegen die Truppe hier. Weil jetzt steht es 5-2. Moi Gomez. Der Torwart ist halt Simon zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ja, für Krau, 6 Schüsse aufs Tor. Sie wechseln also aus. Da kann er jetzt erstmal klären. Anton. Malen. Meiner Meinung nach, diesmal war es abseits. Füllkrug! Hattrick! Wie gesagt, der trifft eigentlich mehr oder weniger am liebsten gegen uns. 3-5 nur noch. Lass ihn jetzt nochmal einen machen, dann stehen die wieder dran. Wir waren 5-1 weg. Oder 5-2 waren wir weg. 5-1, 5-2? 5-2, glaube ich, waren wir. 5-1, glaube ich, 4 Tore, ja, ja. Der knallt mal kurz neben uns da die Tore rein. Niklas Füllkrug, Dreierpack. Unglaublich, was hier heute passiert. Beide Teams haben vorne einen Sahnetag erwischt. Über die Defensive reden wir aber besser nicht. Gut verteidigt. Elfmeter! Elfmeter für uns. Jetzt können wir auch wieder auf 3-6 wegziehen. Oder 7-3 oder so, was haben wir gewonnen? Irgendwie so in die Richtung. So. Oh ja, so Ball. Nee, nee, Boris wird's machen heute.
Das wird zu kurz. Oh, ist das bitter. Aber Ticken zu früh gezeugt. Und den Elfmeter verursacht. Einen Elfmeter verschossen. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Und damit ist der Ball weg. Lacroix, der nächste aus der Bundesliga. Also wie gesagt, du bist das Huhn, bedient sich gerne in der Bundesliga. Groß. Klasse durch. Sie können den Pass unterbinden. Ah. Und dann ist Feierabend. 5:3 der Auswärtssieg in Osasuna. Die holenden Dreier knüpfen damit an die Leistungen vom letzten Spieltag an. 2 Spiele, 6 Punkte. Was willst du denn mehr? So kann es für die Mannschaft natürlich weitergehen. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ja, Füllkrug, Man of the Match. Und ich glaube, hätte Maurice getroffen, wäre er nämlich durch den wäre er es nämlich gewesen. Ja. Dann wäre er nämlich Man of the Match gewesen, weil er die wegen der siegreichen Truppe. Aber wie gesagt, verdient. Und sie sind halt, ja. So, gut. Ich würde sagen, mal Feierabend heute. Dann sehen wir uns gegen Betis wieder. Bis dahin und tschüss.